Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Resource Packer stellen. Wir werden heute die Feuerwerkssounds ändern, denn der liebe Akro, ein Schulkollege von mir, hat in der Silvesternacht ein paar Sounds von Raketen, also er hat selber Raketen in die Luft gejagt, eben aufgenommen und die werde ich jetzt verarbeiten und dann im Spiel einfügen und ich bin echt mal gespannt, ob das klappen wird und so weiter. Bedeutet, wir gehen jetzt, damit wir die Sounds hier ändern können, mal in Assets, Minecraft, dann nicht in Textures, sondern in Sounds. Und wenn ihr den Ordner nicht habt, dann erstellt den einfach. Und hier gibt's dann einen Ordner Fireworks. So, jetzt haben wir hier ungefähr, ja, 7 Sounds sind's. Und die werden wir jetzt eben verändern. Und die ganzen Sounds hat er mit einer Kamera aufgenommen, die auch Surround und so weiter hat. Also es wird ein bisschen kompliziert. Und zwar wären das eben diese Dateien. Da gibt's auch noch andere Dateien, die nicht nötig sind. Und da habe ich jetzt eben schon ein bisschen rausgesucht, damit ich jetzt nicht das im Video suchen muss, weil das wäre ein bisschen langweilig. Und ich habe auch schon dazu geschrieben, für was ich das verwenden werde. Das Einzige, was mir da noch fehlt, ist eben die kleine Explosion, die weiter weg ist. Aber da muss ich mal gucken, wie wir das dann machen werden. Und damit wir das jetzt eben machen können, werde ich auf jeden Fall Audacity verwenden. Das ist ein kostenloses Tonbearbeitungsprogramm, das ihr eben in der Beschreibung runterladen könnt. Ich packe den Download-Link in die Beschreibung. Und wenn man das hat, muss man eben, damit man Videos importieren kann, die im Format AVCHD sind, damit man die eben importieren kann, braucht man eben ein Plugin, sage ich jetzt mal. Und das kann man installieren, indem man auf Datei klickt. Nicht auf Datei, auf Bearbeiten, dann Einstellungen. Und dann gibt's eben hier Bibliotheken. Und da gibt's jetzt eben eine Bibliothek, damit man MP3-Dateien exportieren kann und eine Bibliothek für FMMPEG, damit man eben Videos und so weiter importieren kann. Und das brauchen wir eben. Und wenn man das noch nicht installiert hat, muss man hier eben auf Herunterladen klicken. Ja, dann gelangt man eben auf diese Webseite hier und dann scrollt man ein bisschen runter und klickt hier drauf, Download Page. Und dann ist man eben auf dieser Webseite hier und wenn man hier ganz runter scrollt, findet man dann irgendwann hier How to Download and Install FMMPEG und dann haben wir hier Download Page. Da klicken wir drauf, für Windows natürlich. Und dann müsst ihr eben diese Datei herunterladen, die FMMPEG Win2.2.2.exe. Die installiert ihr dann. Audacity muss währenddessen geschlossen sein. Und wenn ihr das denn eben installiert habt, sollte das ungefähr hier so stehen, dass man hier eine Version hat. Und wenn nicht, dann steht da Bibliothek nicht gefunden oder so weiter. Aber auf jeden Fall braucht man die, wenn man eben die Sounds mit einer Kamera aufnimmt. Und jetzt können wir nämlich jetzt zum Beispiel jetzt erstmal hier, machen wir einfach mal Twinkle, können wir das dann hier reinschieben. Und dann wird das importiert als Sounddatei. Und da die Kamera von dem lieben Akro, mein Schulfreund, beziehungsweise mein Schulkollege, eine Surround-Kamera hat, haben wir jetzt sämtliche Tonspuren. Und da müssen wir das jetzt eben so ein bisschen raussuchen. Und dazu werde ich jetzt das einfach mal abspielen. Okay, und hier hört man dann schon eine Explosion. Das wäre dann eben der Bereich hier. Und den werden wir dann auch brauchen. Wir müssen jetzt erstmal herausfinden, welche Tonspur das am besten geeignet ist. Aber wahrscheinlich ist das eh die erste. Zum Beispiel die Tonspur, das ist wahrscheinlich die so bei der Surround-Kamera, das da hinten gewesen. Das heißt, die können wir schon mal wegmachen, weil da hört man eh nichts. Einfach hier auf das X. Ah ja, Stopp. Zuerst muss man auf Stopp klicken, dann aufs X. Das hier ist wahrscheinlich ein bisschen zu leise. Die sind lauter. Das heißt, die letzten beiden machen wir auch weg. Und jetzt müssen wir ja mal gucken, was da am besten klingt. Okay, das wäre das hier. Ja gut, es ist, glaube ich, im Grunde egal. Ich nehme jetzt einfach mal das erste, das heißt, die ja, sind stumm, das mache ich wieder aus. Und die letzten zwei, die mache ich mal komplett weg. Okay, so, und das geht jetzt bis... Okay, Moment, das ist jetzt natürlich ein bisschen lang. Ich glaube, ich kürze das so ein bisschen ab. Und zwar mache ich den Sound nur von hier bis hier. Denn das hier, ja, da gibt es eben so größere Abstände. Das heißt, ich mache nur den Bereich hier. Also ich markiere den Bereich hier mit dem Werkzeug hier, mit dem Auswahlwerkzeug. Und das ist dann wahrscheinlich das Beste, der beste Bereich. Ja, okay. Und dann klicken wir auf Bearbeiten und in Neue Tonspur kopieren. Dann haben wir das in einer eigenen Tonspur. Die obere können wir entfernen und mit dem Verschiebwerkzeug schieben wir das eben wieder an den Anfang und dann haben wir den Sound praktisch schon ausgeschnitten. Ich mache den jetzt einfach sicherheitsweise mal auf +3. Das heißt, wir werden jetzt Datei
exportieren. Und jetzt ist wichtig, dass wir hier nicht WAV oder sonst irgendwas machen, sondern OGG. Aber zuerst müssen wir mal den richtigen Ordner finden. Ja, ich nehme jetzt einfach mal übergangsweise einfach nur den Ordner, da wo auch die ganzen Videodateien drin sind, denn da ist jetzt ein bisschen schwierig, hier in den Prozent-Updater-Prozent-Ordner zu gelangen. Das heißt, ich bin jetzt hier in dem Ordner und das heißt, wir nennen die jetzt Twinkle 1 und der Dateityp muss OGG sein. Das ist dann eben für Minecraft, damit das alles erkannt wird. Wenn das MP3 oder WAV ist, dann geht das alles nicht. Also es muss OGG sein. Gut, dann speichern wir das. Okay, und dann wäre das alles exportiert. Jetzt können wir gucken. Genau, hier haben wir dann Twinkle 1. Und es ist jetzt völlig egal, was für ein Symbol hier die Audiodatei hat. Ich habe jetzt das Audacity-Symbol, weil ich eben, wenn ich jetzt einen Doppelklick drauf mache, dann das sofort mit Audacity öffne, die Datei, weil eben sämtliche Media-Player die nicht abspielen können. Aber das ist egal. Das heißt, wir haben jetzt hier Twinkle 1 und die lassen wir jetzt auch erstmal hier. Und dann wäre das praktisch schon abgeschlossen, also Twinkle 1. Dann kommen wir jetzt zu Twinkle Fa und Large Blast Fa. Zuerst werde ich die jetzt mal alle wegmachen, dass wir alle Tonspuren weg haben und dann kann ich eben die Datei hier wieder importieren. So, das kann auch ein bisschen dauern, je nachdem wie lang das Video ist und das ist jetzt eben länger. Gut, und jetzt muss ich eben die Stellen finden, wo das genau war mit dem Twinkle Fa und mit dem Large Blast Fa. Ja gut, ich werde das jetzt einfach mal raussuchen, weil das könnte ein bisschen dauern bei 3 Minuten Länge. So, ich habe jetzt die richtige Stelle gefunden, das wäre jetzt eben hier, da ist Large Blast und Twinkle Fa. Und mit Steuerung und dem Mausrad könnt ihr übrigens ranzoomen, denn bei so einer langen Videodatei ist das ein bisschen schwieriger, wenn man eben so weit rausgezoomt hat. So, und die Audiospur, da ist nichts zu hören, die mache ich gleich weg, die ist ein bisschen zu leise, auch weg und die auch, also auch weg. Gut, dann spiele ich das mal ab. Gut, hier haben wir jetzt eben das Twinkle Fa und ich würde sagen, wir machen aber zuerst mal die Large Explosion Fa. Explosion Fa, genau. Das wäre dann der Bereich. Wobei, zuerst mache ich Folgendes, wo kann man das jetzt am besten hören? Hier wahrscheinlich nicht. Ja, okay, das mache ich mal weg. Und jetzt mache ich einfach mal zuerst Stopp drücken, zack, jetzt mache ich das mal stumm. Okay, dann mache ich das hier. Ja, okay, da hört man überhaupt keinen Unterschied. Ich nehme jetzt einfach mal die untere Dateispur, die Audiospur. Gut, also, bis wohin geht die Explosion? Okay, ungefähr bis dahin, schätze ich jetzt mal. Probieren wir es aus. Naja. Das ist halt so abgehakt, weil dann direkt danach das Twinkle kommt. Und ich habe auch keine Large-Explosion gesehen, da man dann kein Twinkle gehört hat. Na gut, ich versuche mal das Beste hier rauszuquetschen, also nochmal. Ja gut, maximal bis dahin eigentlich. Und dann muss ich halt gucken, dass ich das dann irgendwie ausblenden kann. Okay, ich werde auf jeden Fall erstmal das hier in eine neue Tonspur kopieren, also bearbeiten, in neue Tonspur kopieren und dann den Bereich ungefähr bis hierhin. Den kopiere ich dann auch nochmal in eine neue Tonspur. Gut, dann mache ich die obere mal weg und dann haben wir die alle in einer neuen Tonspur und die schiebe ich jetzt erstmal an den Anfang. Also das hier und zack. Okay, das war jetzt nicht ganz an den Anfang. Aber egal, ich werde jetzt erstmal das Twinkle machen. Das heißt, das wäre jetzt das hier und dann... Ja gut, also das wäre der Bereich und ich weiß jetzt nicht, ich mache das jetzt folgendermaßen. Ich schiebe das jetzt hier hin, mache die aber stumm und dann können wir das hier beruhigt exportieren. Und ich mache hier wieder plus 3 bei der Lautstärke und dann können wir das hier wieder exportieren. So, das wird jetzt Twinkle unterstrich Fa war das, glaube ich. Und das ist dann wieder OGG. Speichern. Okay. Okay, das ist jetzt hier drinnen und dann kommt jetzt eben noch das hier oben. Das heißt, das Twinkle Fa können wir schon wegmachen und dann schieben wir das jetzt genau in den Anfang. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir das hier jetzt am Ende ein bisschen ausblenden. Okay, also markieren wir einfach mal ungefähr den Bereich und wählen dann bei Effekte ausblenden und dann sollte das sich besser anhören. Ja. Ich denke, das passt dann. Gut, dann exportieren wir das auch. Zuvor müssen wir noch plus 3 hier machen. Datei exportieren. Und das nennen wir jetzt eben Large Blast unterstrich Fa 1. Okay, dann hätten wir das auch schon. Und jetzt kommt eben Large Blast und Launch 1. Und dafür werden wir die Audiospuren hier wieder wegmachen und das Video eben wieder einfügen. Okay, dann höre ich mir das nochmal an, weil das dauert wieder ein bisschen länger. Obwohl, hier eigentlich nicht unbedingt.
Okay, das ist die Explosion. Okay, also das hier hinten ist dann der Bereich, den wir brauchen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal die Audiospur wieder löschen. Die auch. Und ich glaube, diesmal werde ich die oberen zwei direkt wegmachen. So, dann werde ich das jetzt mal abspielen. Also das ist Large Blast. Bis hierhin, schätze ich mal. Oder machen wir das hier weg? Okay, bis hierhin. Gut, dann kopieren wir das in eine neue Tonspur. Und jetzt noch der Startsound. Das wäre ungefähr hier. Probieren wir es aus. Ja, das passt auch. Bearbeiten, in neue Tonspur kopieren und das hier oben können wir wieder löschen. So, und jetzt schieben wir das wieder ganz an den Anfang. So. Okay, dann machen wir jetzt erstmal das hier unten. Und damit wir das wieder exportieren können... Oh Moment, habe ich das jetzt richtig ausgeschnitten oder nicht? Ach so, ich habe das ein bisschen zu weit geschoben. So gehört's, okay. Und das hier hat gepasst. Gut, also Datei, und ich glaube, das müssen wir nicht lauter machen, weil das war schon laut genug. Ich glaube sogar, dass wir das eher so minus 1 machen. Gut, das exportieren wir und das nennt sich dann Launch 1. OGG passt, okay. Dann können wir das entfernen, das machen wir wieder nicht stumm und da können wir ruhig wieder plus 3 einfach mal einschalten. So, das nennt sich jetzt dann Blast 1. Und das .mtss müssen wir wegmachen. OGG, gut. Also haben wir jetzt 5 Sachen. Wir haben Twinkle, wir haben Twinkle-Far, Launch, Blast und Large Blast. Ach so, Moment, das war nicht Blast, das war Large Blast eben gerade. Large Blast, gut. Dann haben wir eben Large Blast-Far, Twinkle-Far und Twinkle und Launch. Und jetzt fehlt eben nur mehr Blast. So, hier haben wir erstmal Blast, das heißt, ich werde das hier wieder wegmachen. Und dann schiebe ich einfach mal Blast hier rein. So, okay, das wäre wahrscheinlich der Bereich hier. Moment. Genau, das ist so eine kleine Explosion. Ungefähr bis hierhin. Okay, Moment, zuerst mache ich das hier mal wieder weg und die oberen zwei, weil das hier klingt am lautesten. Okay, das Zischen am Anfang müssen wir wegbringen. Ich glaube, das kriegt man nicht weg. Nee, das ist zu lang. Okay, wir machen es einfach von hier bis hier. Okay, vielleicht noch ein bisschen länger. Ja, ich glaube, das passt so. Das werden wir wieder in eine neue Tonspur kopieren. Die obere kommt ja weg. Und dann schieben wir das an den Anfang. So. Und ich glaube, dass hier die Lautstärke auch wieder passt. Aber minus 2 müssen wir trotzdem nicht machen. Also exportieren. Und das nennt sich jetzt Blast 1. Gut. Und jetzt brauchen wir eben noch Blast Far, das eben eine kleine Explosion ist, aber weit entfernt. Und ich habe da echt nichts gefunden. Also als Notfall könnten wir jetzt wirklich das einfach nur leiser machen. Und ich glaube, ich werde das jetzt auch machen, weil ich habe wirklich nichts gefunden, dass da eine kleine Explosion oder dass auch wieder eine kleine Explosion sich anhört und weiter entfernt ist. Und ich werde jetzt einfach hier mal minus übertreiben, minus 8. Und ich glaube, dass... Sollte dann noch reichen. Wenn nicht, dann können wir das noch ändern. Das heißt, ich exportiere das jetzt einfach mal als Blast-Far1. OGG. Gut. Und wenn es wirklich nicht, sich nicht gut anhört, ja, dann haben wir halt Pech gehabt. Und ja, jetzt haben wir eben hier die 5 Dateien. Und jetzt können wir, ja, zur Sicherheit werden wir jetzt die alten Sounds erstmal in einen Ordner packen. Also ich mache hier einen Ordner alte... Ja, Sounds nenne ich es jetzt einfach mal. Und dann schiebe ich die alle hier rein. Und unsere Sounds kopiere ich hier rüber in Minecraft rein. Also in den Minecraft Sounds Fireworks Ordner. Und dann hätten wir das eigentlich schon gemacht. Und jetzt können wir das einfach mal im Spiel ausprobieren. So, ich bin jetzt mal ins Spiel gegangen. Und ich sage euch, ich habe ewig gebraucht, bis ich solche Raketen basteln konnte. Weil das einfach so scheiße ist, dass man die im Creative Inventar nicht hat. Aber gut, jetzt habe ich mal die wichtigsten hier gemacht. Und ich werde jetzt einfach mal eine hier abschießen. Also, das wäre eine stinknormale kleine Explosion. Das war eine große Explosion mit Funkeln. Okay, das ist auf jeden Fall nice.
Ist doch nice, oder? Und jetzt schieße ich mal alle auf einmal ab. Die Sounds sind völlig okay, also das ist mega nice und die Sounds sind jetzt auch, finde ich, realistischer als die von den Standard-Minecraft-Sounds. Ja, also ich finde die Sounds auf jeden Fall okay und das mit dem, dass wir keinen Blast-Far hatten, also eine kleine Explosion, die weiter weg war und wir haben die jetzt einfach nur leise gemacht, ist auch nicht so schlimm. Man merkt das überhaupt nicht, der Startsound passt alles, große Explosion und vor allem das Funkeln finde ich so richtig nice. Also ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben und da würde es mich jetzt wirklich richtig interessieren, wie ihr diese Explosionen hier findet, die Raketensounds, hier einmal nochmal zum Schluss. Und also das bewertet ihr auf jeden Fall mit Schulnoten, 1 plus bis 6 minus, würde mich extrem freuen, wenn ihr dann eine Bewertung da lasst und es würde mich auch extrem interessieren. Und ansonsten sage ich jetzt nochmal riesen fetten Dank an meinen Schulkollegen Akro, der mir diese Sounds hier aufgenommen hat. Ich habe ihn extra davor nochmal gefragt. Das wollte ich ja eigentlich schon letztes Jahr machen, hat aber nicht so geklappt. Und jetzt haben wir es eben gemacht, es war etwas spät, aber wir haben sie jetzt, die Explosionen von den Raketen und so weiter, alle gemacht. Ihr könnt wieder abstimmen und ansonsten könnt ihr natürlich noch einen Daumen da lassen. Und ihr könnt natürlich auch noch beim lieben Akro vorbeigucken, der mir die netten Sounds gemacht hat. Und dann sage ich einfach mal ciao und bis zum nächsten Mal.